Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squads. Wir sind angelangt bei Episode Nummer 91 und wollen heute richtig was Schönes raushauen. Mal sehen, wie das Ganze laufen wird. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Das ist eine großartige Unterstützung. Wenn wir 1000 schaffen, wäre das richtig krass. Und ja, für PS1 oder Max auch gut am Shot in der Videobeschreibung. Link zu Kinguin für Headsets. Naja, Shop bei Sennheiser vorbei. Und ja, ich würde sagen, dann legen wir mal los. Hier seht ihr einige Spieler, aber die Videos sind ja schon alle online, von daher wisst ihr ja Bescheid. Dann suchen wir den ersten Spieler und zwar mit einem Mindestpreis von 150 auf der zweiten Seite. Den hat man in der letzten Episode, ich glaube, ich nehme mal Marco Reus, aber den nehme ich als teuren Spieler, ja, also als Spieler über 30k. Das heißt, ich dürfte noch einen Spieler, obwohl, nee, darf ich nicht, ich mache das einfach jetzt trotzdem so. Ja, Kagawa wäre jetzt gecheatet, ne? Dempsey, Clint Dempsey. Ich glaube, ich nehme mal Dempsey, finde ich nämlich cool. Und dann machen wir das Ganze so. Jetzt müssen wir noch eine Formation finden. Und dann läuft der Hase. Nur die welche Frage ist, welche Formation? 4-4-1-1 wäre ideal. Aber mal sehen, was uns hier erwarten wird. Solange es nicht 4-5-1-2 ist, ist alles in Ordnung. Die haben wir letzte Episode, nehmen wir 4-3-4. Dann haben wir das Ganze, dann kommt Dempsey hier hin und Reus kommt auf den linken Flügel. Reus habe ich auch schon im Verein. Das ist schon mal idealski. Und hier kommt dann der gute Dempsey, den ich noch nicht habe, aber das ist erstmal auch egal, denn wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Und zwar in, ach ja, Uhr, ne? Ja, nicht Uhr, nicht YouTube, Quatsch, Uhr, nicht YouTube, so richtig. Und zwar starten wir in, 3, 2, 1 und go, 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 go. Alles klar, so, wir können jetzt entweder einen Deutschen nehmen aus der MLS oder wir nehmen einen Amerikaner aus der Bundesliga. Ich habe keine Ahnung, ob es einen zentralen Mittelfeldspieler Amerikaner gibt. Es gibt einen deutschen MLS, ja, Görlitz hatten wir ja schon mal. Gibt es, also Amerikaner gibt es auf jeden Fall mit John Anthony Brooks, aber ich bräuchte einen zentralen Mittelfeldspieler oder Stürmer im Idealfall. Weil über einen Innenverteidiger ist das relativ schwierig zu verlinken. Deswegen gucken wir einfach mal nach. Wir haben noch Julian Green, aber na, das sind alles Spieler auf der rechten Seite und ich habe einen auf der linken, dummerweise. Zentralmittelfeldspieler wird es wohl eher nicht geben, wenn ich das hier jetzt gerade so sehe. Doch, und er heißt Stanko und spielt Stanko. Caleb Stanko oder sowas. Und spielt bei Freiburg. Wie sieht es mit Stürmer aus? Nö. Wie sieht es mit ZOM aus? Nö. ZM? Nö. Okay, alles klar. Können wir vergessen. Das heißt, wir machen das Ganze anders. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Wir gehen erstmal in die MLS und suchen uns einen Stürmer daraus. Wir können einen Amerikaner nehmen. Wir können auch einfach sonst wen nehmt ihr? Oret? Ja, okay. Ich hätte jetzt Martins genommen, weil der ist Oberfemi und... Aber ich nehme wir. Ich nehme wir. Geht, führt keinen Weg dran vorbei. Es tut mir leid. Ja, okay. Gut, dann brauchen wir jetzt einen spanischen rechten Flügelspieler und ich brauche einen zentralen Mittelfeldspieler aus den USA. Ich weiß, dass es Holden gibt, aber ich weiß, dass der in der FL Championship spielt. Und da spielt noch Hintman. Und Holden anscheinend nicht mehr, sondern noch Ream. Also Holden sehe ich hier jetzt gerade nicht. Suchen wir aber mal nach einem zentralen Mittelfeldspieler. Barclays, gibt es da einen? Ja, nee, es gibt Tim Howard, es gibt Brad Guzan, aber es gibt keinen, naja, US-Amerikaner, was ein bisschen blöd ist. Zentralen Mittelfeldspieler gibt es. Ja gut, Josie Altidore und Letget. Ist nicht so ganz, was ich mir vorstelle. Zehner, ja, Altidore, okay, alles klar. Sechser, nix. Es gab mal vor langer, langer Zeit, was heißt vor langer, langer Zeit? Letztes Jahr noch Michael Bradley noch gespielt in der Serie A, mittlerweile aber nicht mehr. BBV haben wir bestimmt auch nix. Wo gibt es denn zentrale Mittelfeldspieler? Das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht. Es gibt es einfach nicht. Schlicht und ergreifend, in keiner anderen Liga bestimmt. ZM, wir haben alles nur Amerikaner hier. Aber ausschließlich. Früher mal Jermaine Jones, ja cool, aber der spielt mittlerweile nicht mehr bei Schalke. Scheiße ist das. Ich will eigentlich nicht Hintman benutzen, aber vielleicht führt kein Weg dran vorbei. Ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei. Hintman ist auch gar nicht mal so schlecht. Das ist ein ziemlich großes Talent, der Emerson. Wie teuer ist er? Nix. Okay, alles klar. Ist dazu ein bisschen schneller. Ist jetzt nicht der ideale Sechser, aber ist mir vollkommen egal. Was heißt Sechser? Achter. Hat er ein gutes Passspiel? Ja, 66 Passspiel. Das könnte sogar reichen. Als, da müssen wir auf der anderen Seite nur einen vernünftigen Sechser hinstellen. Gut. Oh, nein. Das habe ich komplett vergessen. Wir brauchen ja noch einen Link für Dempsey. Oh, dann bringt mir Via ja überhaupt nichts. Ja. Wobei. Da muss man mal nachgucken.
MLS und dann brauchen wir entweder einen von Sounders oder von, naja, was heißt von? London, ja, okay, Kuba ist auch wieder schwierig zu finden. Martins, naja, eher nicht so. 4700 würde ich sogar ausgeben für den, aber das ist auch scheiße eigentlich. Pineda, Alonso. Okay, dann nehmen wir einen US-Amerikaner. Wir verlieren so viel Zeit, wir werden das niemals in der Zeit schaffen. Aber okay, wir nehmen einfach mal, nehmen wir Jermaine Jones. Wir nehmen Jermaine Jones. Wir nehmen Jones. Das wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Egal, versuchen wir einfach mal einen. Es könnte funktionieren. Es könnte funktionieren. Wir nehmen jetzt einfach mal einen rechten Flügelspieler. Es könnte sehr gut funktionieren, aber nicht so. Erstmal rechten Flügelspieler aus Spanien. Der einen Perfect-Link hat zu einem Rechtsverteidiger. Da können wir natürlich vor allem in die BVA gehen, weil da dürfte es das am ehesten geben. Rechtsverteidiger suchen wir erstmal. Wir haben den Marcos, wir haben Juan Fran, wir haben Montoya. Wir haben Tito. Iraola, aber der spielt beim gleichen Verein. Arroyo, aber Navarro, aber nicht so geil. Egal, rechter Flügel, wie sieht's da aus? Notfallsweise kann man bei Sevilla mal gucken, wegen Deolofe. Teo, aber die haben keinen spanischen Rechtsverteidiger, sondern Linksverteidiger. Mit Angel Rangel. Okay, Deolofe scheint der einzige zu sein. Hat Sevilla einen Rechtsverteidiger? Arriba, nee, Arriba ist, Quatsch, spielt Osasuna. Oder hat bei Osasuna gespielt. Sevilla. Koke. Koke. Perfekt. So, wer ich alles weiß, ne? Okay. Gut, wir brauchen jetzt, ich nehme jetzt lieber Evans, glaube ich. Wobei, in welchen Ligen gibt es denn amerikanische Innenverteidiger? Ich weiß, in der Bundesliga, aber sonst... Ja... Barclays? Nein, okay. Mal weiter gucken. Ja, Brooks natürlich. Omar Gonzalez, ja, das sind die Standardspieler. Wobei, ich glaube, wir nehmen einfach Gonzalez. Wir nehmen einfach Gonzalez. Und dann nehmen wir ins Tor Tim Howard. Das wird nicht sonderlich kreativ irgendwie. Aber da muss man leben. So, Tim Howard. Dann nehmen wir als Innenverteidiger Nummer 2 John Anthony Brooks. Zack. So, dann nehmen wir als Linksverteidiger irgendeinen aus der Bundesliga. Linksverteidiger aus der Bundesliga. Schmelzer und Alaba beide nicht. Ricardo Rodriguez, schon eher. Oscar Wendt. Ja. Rodriguez. Wir nehmen Rodriguez in Form. Habe ich, glaube ich, im Verein. Das passt dann ganz gut. Und dann brauchen wir noch einen Sechser. Und zwar einen, beziehungsweise einen Achter. Und zwar von Dortmund. Da haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten. Es sollte kein... Gündogan oder Dings sein, deswegen tendiere ich zu Şahin, was die einzig logische Variante wäre, abgesehen von Mkhitaryan, aber Mkhitaryan ist kein Sechser, sondern ein Zehner, auch wenn er hoch Arbeitsraten hat und einen Five-Star-Week von. Aber wir haben, ich nehme Şahin, der ist zwar langsam, aber Allrounder, der wird doch schon ganz gut hinkriegen da und dann sind wir fertig geworden und ich glaube sogar noch in der Zeit, ich habe gesagt, wir schaffen es niemals, wir haben es geschafft und wenn ich jetzt mein Muster hier nicht entsperre, hätte es in 4 Sekunden gepiept, richtig. Hammer. Würde ich sagen, ist ganz gut gelaufen. Das Team, ja, 4 Ligen und ich weiß noch nicht, wie viele Nationen, aber es geht auf jeden Fall von der Kreativität her einigermaßen. Hätte schlimmer kommen können im Endeffekt und anders ging es jetzt halt nicht, weil die USA eine scheiß Nation sind. Ich baue das eben fertig und dann melde ich mich gleich wieder. Wir sind wieder zurück und ich bin um eine Erkenntnis reicher und zwar, dass David Villa zwei Weaklings nicht ausreichen, um auf volle Chemie zu kommen. Ja, damit ist David Villa der Einzige hier in diesem Team, der nicht auf volle Chemie kommt, aber ich muss in den sauren Apfel beißen und das Team trotzdem benutzen. So ist die Regel und dafür hat Deolofeo einen Link zu viel, von daher gleicht sich das aus, er hat einen zu wenig, er hat einen zu viel. Das wird schon irgendwie funktionieren, hoffe ich und dann würde ich sagen, schnack mal nicht länger drum rum, sondern geht einfach mal in die Partie. Ich wünsche euch jetzt schon mal im Voraus viel Spaß und dann sehen wir uns... Sobald ich ihn gefunden habe. Bis gleich. Die Latenz ist nicht gerade vielversprechend, aber wir versuchen es trotzdem gegen dieses belgische Team. Das heißt Belgium Waffle. Das heißt belgische Waffel. Oh ja, das ist richtiger Übersetzungsskill. Malon da unter anderem drin. Dann auch De Bruyne. Wir haben dann Golan, Mertens vorne, Benito, Rahman und Batshuayi. Dann haben wir noch Delahaye, Chimanga. Ich glaube, in der Verteidigung waren es Firmalen. Und rote Latenz. Ey, ganz ehrlich, warum...
Warum gehe ich da auch in das Spiel rein? Das regt mich jetzt schon auf, ne? Das wird nicht schön werden. Das wird nicht schön werden. Reus im 16er, Reus mit dem Schuss, Reus mit dem Tor, 1:0. So schnell kann es gehen, 10., 11. Minute und wir führen. Und das ist, bisher noch nicht verdient oder auch nicht unverdient, denn das ist der erste Schuss der Partie. Aber er ist drin. So muss das sein. So, wir hatten nur 7 Chemie, aber wir wissen alle, was Stürme mit 7 Chemie erreichen können. Hashtag letzte Episoden. Hier erstmal nichts, aber das macht nichts. Er hat schon wieder sich verletzt und liegt am Boden. Jetzt in den Hintergrund spielen vielleicht. Da steht nämlich Nuri Sahin. Der ist drin. 2:0. Abgefälschter Schuss wäre normalerweise wohl nicht reingegangen. Aber ist mir vollkommen egal, denn so ist er drin und es steht 2:0. Nach gerade mal 17 Minuten. Das läuft auf jeden Fall. Rausgespielt. Schön in den Rückraum gespielt. Ja, und dann halt abgefälscht. Normalerweise wäre nichts dran gewesen, wie gesagt, aber so ist es auch schön. Oh, der wäre so schön gewesen, ne? Reus, Trickschuss? Nein, kein Trickschuss, einfach so das Tor. Ich habe eigentlich einen Trickschuss gemacht, ja, und das war auch ehrlich gesagt kein Sweat, oder? War das Sweat? Ich glaube eher nicht tendenziell. Ne, ich habe viel zu früh gepasst, da konnte der Torwart noch einiges machen, aber er macht nichts. Und von daher, ja, Marco Reus. David Villa hat 5-Star-Weakfoot, nimmt einen rechten. Macht nicht rein. Also ich spiele jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr ernst. Ne? Wir sind jetzt in der 70. Und ich hoffe, dass er jetzt irgendwann quittet noch. Ich versuche jetzt irgendwann ein Tor zu machen. Ich sage jetzt mal nicht, ich mache ein Tor, weil ich nicht weiß, ob das funktionieren wird. Aber ich hoffe, dass er beim 4-0 dann quittet. Weil es macht einfach keinen Spaß. Ich konzentriere mich überhaupt nicht und dementsprechend kriege ich auch nichts hin. Und es ist dann auch irgendwo sinnlos. Mal sehen, ob er jetzt eventuell sogar ein Tor macht. Natürlich nicht. Ja. So. Nein, ist es nicht. Doch, ist es. Nein. Nein, doch nicht. Oder? Nee, ist es nicht. Ich wollte gerade sagen, da ist das 4:0. Aber nein, es funktioniert nicht. Wie nochmal. Aber der will einfach gegen seinen Verein nicht treffen. Wisst ihr, New York-Wappen da. Ich meine, gut, 7 Chemie, aber normalerweise stört das die Spieler ja nicht. Es wird ein ungefährdeter Sieg, es ist aber kein besonders toller Sieg, weil es war einfach mega langweilig, weil der Gegner zwar ein paar Mal aufs Tor geschossen hat, aber nicht gefährlich und weil meine Passgenauigkeit unter aller Sau war und allgemein hat es nicht so viel Spaß gemacht nach der ersten Halbzeit. Von daher, ja, ich hoffe trotzdem, dass das Video euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, würde ich mich sehr darüber freuen, das ist eine großartige Unterstützung und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, haut rein und ciao.